Ich glaube, verbittert seid ihr nur hier, wenn ich mit Pokémon jetzt nicht anfange. Dann wiederum ist die Frage, wollt ihr das überhaupt sehen? Aber sonst wärt ihr nicht hier. Also, ja, wahrscheinlich wollt ihr es sehen. Ihr wollt ein bisschen entspanntes Pokémon sehen. Traurigerweise wurde ich gespoilert, was ein Pokémon angeht, was es in diesem DLC gibt, weil es einfach überall gefühlt war. Ich habe es, glaube ich, dreimal alleine auf YouTube auf irgendwelchen Thumbnails gesehen und irgendwo in den Texten, wo es dann heißt, ja, hier, dies und dies Pokémon aus dem DLC. Und ich denke mir so, okay. Na gut. Nein, mein Auflauf ist verschwunden. Jetzt kriege ich nichts mehr zu essen. Aber gut, wir können dann mal trotzdem mal weitermachen. Beim letzten Mal sind wir hier nach Kitakami gekommen. Als Austauschstudent und haben Ogapon gefunden. Das ist Heldenpon Rikis versteckter Nebenjob, der Ogapon. Und haben mit ihr hier, Miss Tsundere, wird ihrem Opa die wahre Geschichte des Ogapons erfahren und ihr kleiner Bruder hat uns belauscht. Was ich jetzt nicht nett fand. Jo, jetzt machen wir weiter. Wo muss ich überhaupt hin? Das war der falsche Knopf. Das ist der richtige Knopf. Ich glaube, irgendwo in den Norden, ne? Da, zur Paradiesebene. Da würde ich sagen, wir gehen einfach hier hinten einmal rum. An den Mysterienfeldern vorbei. Ach, da ist der Auflauf da hinten. Nee, weil ich denke, wir können einmal hier hinten dran vorbeigehen zur Paradiesebene. Können uns da den Seeammer noch angucken. Na gut, dann. Ah, wait, Moment. Mir wurde gesagt, auf der Karte kann ich da die Karte fixieren. Aha, jetzt kann ich so drehen. Karte fixiert. Alle Karten fixiert. Cool. So, jetzt ist nämlich viel einfacher auch von der. Wie laufe ich nochmal? Nein? Junge, wie läufst du nochmal? Ah, so! Ich habe den Laufknopf gefunden. Und ja, Teeprüfung haben wir auch. Einfach wirklich. Hier hast du eine Mischung aus verschiedenen Pflanzenstuff. Find mal raus, was es ist. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Und selbst zumindest mal angucken. Donarion. Oh, joa. Erstmal wieder 1000 Knöpfe drücken. Ja. Bis ich erstmal den richtigen wiederfinde. So ein Weberack. Hi. Irgendwie war gerade kurz mein Koraidon in ihrem Ausschnitt passiert. Wobei, so viel Ausschnitt hat sie gar nicht. In ihrem Dekolleté, sagen wir es mal so. Ich bin gut vom Level dabei, sehe ich gerade. Aber ich glaube, wir waren bei den Trainerkämpfen eigentlich echt passend. Also ich glaube, die waren auf 60? 68? Irgendwo da in der Richtung. Hat die Dame unter dem Oberteil ein Sandwich versteckt. Achso, die hat also eigentlich kaum Brust. Es ist alles nur sind zwei Sandwiches, die sie dort gelagert hat. Für schlechte Zeiten. Und das hat Koraidon halt gerochen. Also für schlechte Zeiten, why not? So ein Notfallsandwich. Gar nicht erst erkannt, was es für ein Pokémon war. Ja, lauf ruhig weg. Ne, mitnehmen. Was? Moment. Eine random Beere aufgehoben statt dem Item. Ist aber nur begrenzt haltbar. Oh, hier ist noch ein Linfu. Wir hangeln uns einfach mal so ein bisschen von Item zu Item und gucken einfach mal, was wir so finden.
Oh, da vorne ist eine Höhle. Können wir auch gleich mal gucken. Ich rede nicht mit Leuten, die ich kenne, aber du hast gerade mit mir geredet. Eine coole Tasche. Die Sache ist, ich denke mal, wenn sie sich da ein Sandwich lagert, dann wahrscheinlich nur für unterwegs und sicher nicht für die nächsten paar Tage. Da war random noch ein anderes Mankey angekommen. Was? Ah! Dich habe ich nicht gesehen. Das war ein bisschen zu klein. Das eine Mankey wollte das andere Mankey anfeuern. Was? Nein! Die Encounter-Kette! Darf ich jetzt gehen? Danke. Schrecklich, diese Ketten. Ah, ein Gladiantri. Das ist teilweise echt nervig, wenn du gerade in so einer Masse an Gegnern bist und einfach nur von einem Encounter zum nächsten hin und her geworfen wirst. Dann ist das schon echt nervig, ja. Also hier oben war jetzt irgendwo so ein kleiner See. Was haben wir denn da? Ist das wieder eins von Kitakamis Wundern oder so? Aber ohne Austreibungsspiel ist nur neues Gelände verfügbar. So, dem Volksmund nach soll ein Schluck aus dem Wisterienteich ewiges Leben bescheren. Sein Wasser ist nährstoffreich und weithin bekannt, dennoch sollte es vom Verzehr abgekocht werden. Jo. Wie sagt man da auch immer? Cook it, peel it. Oder, nee, wash it, cook it or peel it. Or let it. Irgendwie sowas. Also wenn ihr da irgendwo was, was jetzt nicht gerade in Deutschland ist, irgendwas essen wollt, dann auf jeden Fall entweder waschen, kochen oder schälen. Ansonsten nicht essen. Wer weiß, was da dran ist. Ach, das ist der Vogel. Koriogel. Ja, Wasser abkochen in Ägypten ist auf jeden Fall auch sehr gut, ja. Was, Akkub? Tatsache. Gerade Ägyptenurlaub ist sehr gut dafür bekannt, dass man davon Durchfall kriegt. Das ist sogar eigentlich so. Ich glaube, es haben mehr Leute bei einem Ägyptenurlaub Durchfall, als Leute nicht Durchfall haben. Weil ich habe keine Ahnung, was da mit dem Wasser ist oder was da allgemein mit deren Essen ist. Aber einfach gefühlt, jeder hat da Durchfall. Oh, man wächst so auch hier. Cool. Und Waffles. Wenn ihr in tropischen Regionen geht, lasst euch impfen. Allgemein immer mal gucken, was für potenzielle Krankheiten da in den Ländern bestehen, die ihr hingehen wollt. Menki. Einfach zu Hause bleiben. Nun, dann ist man auch ganz gut gesichert. Ein Pipi. Was, wenn durch das Abkochen des Unsterblichkeitswassers die Unsterblichkeitsinhalte verdampfen? Dann hast du Pech gehabt. Und Taurus. Die Sache ist, welche Variante von Taurus? Ich habe keine Ahnung. Ich hau einfach drauf. Was ist nochmal? Leider ja. Ich glaube, die Wasserform hat irgendwie so ein bisschen gekringelte Hörner. Und die Feuerform so nach oben spitz zulaufende Hörner. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, eine von den Formen müsste ich mir noch für meinen Living Dex fangen. Wahrscheinlich ist es die, die bei Svenja rumläuft. Oh, Sulord.
Giftboden, ne? Irgendwie Psycho? Oder Boden? Pferdestärke. Und der Schweif hätte etwas anders geformt. Das sieht man ja fast gar nicht, ne? Ich habe auch, glaube ich, lange dafür gebraucht, bis ich mal so eine Form gefunden habe. In einer Masse aus normalen Taurossen. So, das ist schon ein cooles Pokémon. Oh! Ich wurde von Svenja angefeuert. Ist ein weibliches Pika. Was steht denn da auf dem Schild? Paradiesebene voraus. Okay. Ich bin etwas überlevelt. Ja. Das liegt daran, dass dieser DLC bzw. dieses Spiel einfach nicht mitskaliert. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob der DLC skaliert oder nicht. Wahrscheinlich je nachdem, wann man den macht, kann er vielleicht sogar wirklich etwas niedrigere Level haben. Keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Oh, Elektroball. Da ist noch jemand. Aber da packen wir mal Sirapfel nach vorne. Ja, Ash hat einfach nur versucht, eine andere Taurus-Form zu fangen. Schon damals. Aber leider hat er kein Glück gehabt. Aber skaliert der DLC auch nicht mit? Ich wollte gerade sagen, weil das hat selbst Schwert und Schild geschafft, beim DLC mitzuskalieren, dass wenn du den recht früh machst, ich glaube, den kann man schon recht am Anfang des Spiels sogar machen, dass man da auch wirklich niedrige Level, ich glaube, so 20, 30 herum macht. Und wenn man den halt später macht, dann eher so Level 60 herum. Hätte mich sehr gewundert, wenn das hier jetzt nicht mehr macht. Das wäre ein ziemlicher Rückschritt, einfach mal so eine Sache einführen und im nächsten Spiel wieder rausnehmen. Und so gibt es nicht ein höheres Maximum mit, das ist die andere Frage. Wäre ja zu viel Arbeit, das alles einzuprogrammieren. Ich glaube, es ist wirklich im Endeffekt alleine deswegen. Es ist einfach zu viel Arbeit. Weil du müsstest ja nicht nur ein Set an Pokémon mit Attacken und allem machen, sondern mehrere. Quasi, ich sag mal so, für ein Checkpoint, für zwei Checkpoints, für drei Checkpoints und so weiter. Halt für mehrere, ne? Und da würde ich einfach mal ganz frech behaupten, hatten die einfach keinen Bock. Und schafft's an. Und der Gladiantris. Die haben halt einfach nur so ein paar weniger, so auch jetzt allgemein fürs ganze Spiel gemacht. Einfach nur so ein paar weniger Checkpoints. Oder die hatten einfach keine Zeit. Ja. Das ist leider so das Problem bei Pokémon-Spielen. Lassen Sie mich in Ruhe. Die müssen sich einfach mal ein Jahr mal mehr Zeit nehmen, um so ein Pokémon-Spiel gut zu machen. Aber nein, lieber kommt jedes Jahr einfach nur so was Halbfertiges. Oh, das Knet läuft hier auch rum. Und was ist am Ende das Ergebnis? Jeder kauft es trotzdem. Strepoli! Immerhin mal nicht mit einem Sejong-Kopf. Weil es Pokémon, also why not? Einfach mal trotzdem kaufen. Selbst ich spiele das, obwohl ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Also nicht keinen Bock, sondern obwohl ich das Spiel nicht mag, das Grundspiel. Kann ich das wieder auf den Boden legen? Ich glaube, ich will das nicht mitnehmen.
Oh, Raxo. Was? Viel zu viele Pokémon hier. Nee, gekauft wird es ja so oder so. Bisschen das Problem. Deswegen machen wir es ganz einfach. Ihr müsst euch den DLC nicht kaufen, sondern guckt den einfach bei mir. Und damit bleiben Game Freak zumindest ein paar Verkäufe weg. Haben wir alle was davon. Ich mehr Zuschauer, ihr mehr Geld, Game Freak weniger Verkäufe. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die meinen, ja, Pokémon Kapu ist meine Lieblingsedition. Die ist so gut, besser als alles andere. Dann würde ich die Leute gerne mal bitte zum Arzt schicken. Oh, ist ein Sturm. Wie nah sind wir jetzt eigentlich mittlerweile dran? Ah ja, wir sind sogar fast da. Okay. Die, die nur Kapu und BDSP gespielt haben. Ich mag tatsächlich BDSP mehr als Kapu. Yikes. Wusstet ihr eigentlich den Fun Fact, dass denn das Gnetz in diesen Spielen immer nach Norden gucken? Weil, wenn ihr jetzt mal auf meine Karte mal achtet, da ist nach Norden, ne? Und die gucken immer nach Norden. Ich weiß nicht, ob die sich zwischendurch mal so ein bisschen drehen können. Aber ansonsten, wenn die einfach nur rumstehen, immer nach Norden gerichtet. Das ist ein witziges kleines Detail dafür, dass die ja so ein bisschen auf einem Magneten basieren. Serus, das finde ich auch. Also man kann mit diesem Spiel Spaß haben, ja. Das streite ich nicht ab. Aber es ist schon eine Frechheit. Es ist... Es hätte so viel besser sein können einfach. Aber es ist einfach kein gutes Pokémon-Spiel. Gerade wenn man sich so mal ältere Pokémon-Spiele mal im Vergleich anguckt. So viel besser. Ich glaube, ich werde irgendwie von einem Aderbomb über mir ein bisschen bedroht. Viele sagen ja, viel Potenzial schlecht umgesetzt. Für mich war schon die Grundprämisse zum Scheitern verurteilt. Ja. Also Pokémon als Open World sehe ich. Ja. Vom Prinzip her schon. Aber es sollte schon besser umgesetzt sein. Ich freue mich schon darauf, wie sie Gen 5 in den Remakes vergewaltigen werden. Please don't. Please be gentle. Bei Pla war es zum Beispiel gut gemacht. Da war wirklich nur die Grafik und die Performance nicht so super. Wobei ich schon fast finde, dass sie in diesem Spiel sogar noch schlechter gemacht ist. Ich hoffe mal, sie das geschafft haben. Was haben wir hier? Gefällt es, glaube ich, war das. Also Pla war echt schon sehr viel besser. Eine Million Items, die überall rumliegen. Bin ich eigentlich auch hoch? Ja, da liegt nämlich noch eine TM. Pferdestärke. Cool. Ich kann noch ein bisschen labern, dann laufen wir noch ein bisschen rum. Ja, ich bin... Ganz ehrlich, Ali, ich bin ja auch kein Grafikmensch, ne? Gerade auch grafikschwächere Spiele. Ich finde, da kann man trotzdem super viel Spaß mit haben, wenn das Spiel einfach gut ist. Es funktioniert, wenn es einfach stimmig ist. Was? Oh, hallo Schlurm. Und... Aber ich glaube, es ist sogar weniger die Grafik, es ist einfach diese Performance.
Spielflucht gescheitert. Auf welchem Level ist das Ding, das mich nicht gehen lässt? 62, ja komm. Kann ja wohl gehen. Danke. Bisher hast du noch nicht deine Story verpasst, sondern nur Pokémon-Gerante. Also, das Spiel läuft einfach nur echt schrecklich. Das ist das größte Problem. Über die Grafik kann man ja vielleicht sogar noch hinwegsehen. Aber, Hilfe. Die Performance des Spiels, nee. Ist das ein Skelett? Ja. Das läuft echt nicht so gut. Wie sieht's denn aus? Bin ich hier schon fast am... Wir machen einmal noch so eine Runde von diesem Gebiet. Und gehen dann... Oh cool, ich kann sogar jetzt immer hinfliegen, weil ich kurz davor stand. Ja, sehr gut. Dann können wir uns eben noch hier den Rest des Gebiets einmal schnell anschauen. Ja, andere... Ich sag mal nur Zelda, ne? Tears of the Kingdom. Ist vielleicht nicht ganz... Was? Nein, ich will nicht mit Spieler suchen. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz vergleichbar, weil Tears of the Kingdom sicher einiges mehr an Entwicklungszeit hatte. Aber man sieht an Tears of the Kingdom zum Beispiel, wie gut dieses Spiel laufen, wie gut ein Spiel auf der Switch laufen kann, selbst wenn es Open World ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, in den 150 Spielstunden oder so, die ich in Tears of the Kingdom hatte, lass es maximal mal eine Handvoll von Frame Drops gewesen sein. Das Spiel lief performance-technisch so gut. Also, sag mal dahingestellt auf meinen Geschmack zu diesem Spiel. Es war halt nicht so wirklich meins, aber rein gameplay-technisch und wie man es spielen konnte, es hat funktioniert. Da hatte ich kein Problem mit. Aber was hier so abgeliefert wird... Nee. Also für so ein Spiel würde ich echt sagen, nehmt euch ruhig vielleicht mal ein, zwei Jahre mehr Zeit, um es rauszubringen. Und macht da mal was Ordentliches draus. Kann ich eigentlich abspringen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte da einmal hin? Nein! Einfach so da drauf. Weil in das Glied sieht man zumindest immer, wo Norden ist. Kann man auch sicher Breath of the Wild. Ja, wie gesagt, die Entwicklungszeiten sind da wahrscheinlich komplett unterschiedlich, weil ich wette, sowohl Breath of the Wild als auch Tears of the Kingdom hatten, weiß nicht, 4-5 Jahre Entwicklungszeit. Um das so zu perfektionieren, wie es ist. Und dann hast du halt das Spiel, was wahrscheinlich in ein, zwei Jahren hingerotzt wurde. Und vom Grundprinzip eigentlich voll okay ist, aber das Wie ist dann eher das Problem. Und das ist nicht okay. So. Nehmen wir die und den anderen Dude da unten noch neben das Gnetrumstand mit und dann können wir mit der Story auch weitermachen. Nachdem wir wieder mal nur über dieses Spiel rumgehatert haben. Wieso spiele ich es überhaupt, wenn ich es nur hasse? Das Problem, in Anführungsstrichen, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob es einfach daran liegt, dass ich seit über 20 Jahren schon Pokémon spiele und einfach mit diesem Pokémon-Prinzip Spaß habe. Aber ich habe ja trotzdem Spaß mit diesem Spiel. Toasty, vielen lieben Dank für deine Spende. Sofort. Ich habe ja trotzdem Spaß an dem Spiel. So ist es nicht. Wenn du schon das DLC für uns spielst und ich mir das nicht selber kaufen muss, kann ich wenigstens an den Kosten beteiligen. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Super geil von dir. Also ich habe trotzdem Spaß an Pokémon. Pokémon ist so eine Reihe, die spiele ich, wie gesagt, schon seit... Boah, wann habe ich meine erste Pokémon-Edition gespielt?
Lass es einfach mal 2000 sein, da kann man da ein bisschen einfacher mit rechnen. Seit 23 Jahren spiele ich jetzt schon Pokémon. Mehr oder weniger regelmäßig. Und manche Editionen mehr, manche Editionen weniger. Aber prinzipiell seit 23 Jahren spiele ich jetzt diese Spielerei. Und ich habe einfach Spaß mit dieser Spielerei. Pokémon gehört zwar für mich nicht zu meinen Lieblingsspielen überhaupt. Frag mich nicht warum. Irgendwie, die Spiele sind gut, ja. Und man hat sehr viel Spaß damit. Aber ich glaube, ich habe kein einziges Pokémon-Spiel, wo ich sagen würde, das ist eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Irgendwo fehlt bei jedem Pokémon-Spiel noch so ein bisschen was. Die spielen länger Pokémon, als manche hier leben. Nun. Also irgendwo fehlt in jedem Pokémon-Spiel noch so ein kleines bisschen was, um zu sagen, ja, dieses Spiel gehört zu meinen Favorites überhaupt. Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem Spaß an den Spielen. Und wenn ich die spiele, freue ich mich auch dann, wieder Pokémon zu spielen. Gerade wenn es mal wieder was Neues ist. Es ist dann nur, gerade in diesem Spiel und auch in Alola, so eine Sache von, es macht zwar Spaß, aber es hätte besser sein können. Ich würde lieber was Besseres spielen. Und dann deswegen greife ich auch sehr oft zu den älteren Pokémon-Editionen, die mir einfach noch besser gefallen. Ich glaube, Peak-Zeit war echt Gen 5. Ist da gerade Pampuli über den Boden geslidet gerade einfach? Ist echt so aus. Also lieber spiele ich da teilweise echt die älteren Generationen, weil die es dann doch ein bisschen besser drauf haben. Gerade performance-technisch. Gen 5 ist performance-technisch einfach absolutes Top-Tier. Es läuft einfach so gut. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die nächste Wet Link zu Gen 5. Und ab da ging es leider so ein bisschen abwärts, als das 3D dazu kam, weil das einfach so viel an Performance dann weggefressen hat, an dem so gut optimierten, an der so gut optimierten Performance. Das Spiel ist ja einfach von Gen 1 bis Gen 5 von der Performance einfach immer besser geworden. Mit den Slowdowns in Gen 4 kurz mal rausgenommen. Und eine simple Teeschale. Ach, damit kann man wahrscheinlich Morcha entwickeln. Moment, damit können wir Morcha entwickeln. Wait.